Im Rahmen der diesjährigen Hannover-Messe legt Weidmüller einen ganz, ganz starken Schwerpunkt auf die beiden Themen Automatisierung und Digitalisierung. Im Zuge von Industrie 4.0 gehen wir halt davon aus, dass genau diese beiden Teilbereiche, Automatisierung und Digitalisierung, stark verschmelzen werden. Daraus ergeben sich für produzierende Unternehmen ganz neue Möglichkeiten, zum Beispiel der Aufbau von individuellen Services oder aber datengetriebenen Geschäftsmodellen. Der Schlüssel zu solchen datengetriebenen Geschäftsmodellen liegt dann halt in der Vernetzung der unterschiedlichen Ebenen. Von kommunikationsfähigen Komponenten in der Feldebene über die intelligente Automatisierung bis hin zu smarten Digitalisierungslösungen. Vom Sensor bis zur Cloud, das ist daher unser Anspruch. Schon heute stehen in den Produktionsanlagen eine Riesenmenge von Informationen zur Verfügung. Jetzt geht es darum, genau diese Daten zu erfassen und zur Verfügung zu stellen für Analysezwecke, um genau auf dieser Basis diese individuellen Services oder datengetriebene Geschäftsmodelle aufbauen zu können. Eine elementare Voraussetzung ist nun die schnelle Datenerfassung im Feld. Auf dieser Basis lassen sich dann Analysen im Feld, on-premise oder in der Cloud durchführen. Und auf Basis dieser Datenanalysen lassen sich dann Mehrwerte generieren, zum Beispiel die Fernwartung, Predictive Maintenance oder auch das Thema Energiemanagement. Weidmüller bietet schon heute konkrete Lösungen, mit denen sich produzierende Unternehmen auf die Herausforderungen der Industrie 4.0 vorbereiten können. Mit unserem Portfolio lassen sich zum einen bestehende Anlagen per Retrofit erweitern, als auch neue Maschinen entsprechend ausstatten. Eine zentrale Bedeutung hat dabei unser Automatisierungsportfolio U-Mation. Mit diesem offenen und plattformunabhängigen System lassen sich genau diese Herausforderungen der Industrie 4.0 perfekt bewältigen. Das Herz unseres Automatisierungsbaukastens U-Mation ist U-Control, die kompakte und erweiterbare Steuerung. Ergänzt wird diese durch U-View, unsere Multitouch-Panels für optimale Bedienung und Visualisierung. Unter U-Create fassen wir unsere innovativen Engineering-Tools zusammen. U-Remote ist das I/O-System für die Sammlung und das Handling von Daten und Signalen im Feld. Ergänzt werden diese Kernkomponenten des Baukastens durch eine Vielzahl von Komponenten für das Handling von Daten und Signalen, wie unserem IoT-Controller, dem Industry Ethernet-Portfolio, unserer Fernwartungslösung U-Link oder auch den kommunikativen Komponenten wie der kommunikativen Stromversorgung Protop. Ganz bewusst haben wir uns als Weidmüller dazu entschieden, systemoffen aufzutreten. Das heißt, unser Kunde und insbesondere auch der Endkunde kann selber entscheiden, auf welches Cloud-System er setzen möchte. Hier auf der Hannover Messe zeigen wir das zum Beispiel, indem unsere Komponenten kommunizieren mit der Microsoft Azure, mit Amazon AWS oder auch der IBM Cloud. Wir als Weidmüller sind schon heute strategischer Partner unserer Kunden, insbesondere im Bereich Industrial Analytics. Genau diesen Pfad wollen wir auch weiter voranschreiten und uns als langfristiger und verlässlicher Partner unserer Kunden bei deren digitaler Transformation etablieren. Das ist unser Anspruch.